macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LOL News. Etwas anderes Setting, hoffentlich sieht es für euch nice aus, ich finde es ziemlich cool. Wir fangen aber direkt an mit den LOL News. Angefangen wie immer natürlich in NA, dort beim Challenger-Team von Cloud9. Rush sollte ja inzwischen so ziemlich jedem, der die NA-LCS verfolgt, ein Begriff sein, hat im letzten Split noch in der NA-LCS für Cloud9 gespielt, jetzt einen kurzen Auftritt in der Challenger-Series für Cloud9 gehabt, nun aber zurück nach Korea. Ersatz für ihn wird Contract sein, der zuvor beim Team Ember Challenger-Team gespielt hat. Der Grund, warum Rush zurück nach Korea gegangen ist, war zumindest offiziellerweise die neue Regel von Riot, dass man nun 4 Jahre braucht, um quasi offiziell ein Bewohner des Landes zu sein. Also zum Beispiel Bjorksen, der ist seit 2 Jahren in Amerika und zählt als amerikanischer Spieler. Damit verbraucht also TSM zum Beispiel keinen Platz für einen Ausländer, wie zum Beispiel den Koreaner oder was auch immer. Man darf ja 2 von diesen Ausländern im Team haben und bei Rush war quasi die Regel, beziehungsweise früher war gedacht von Cloud9, okay, dieses eine Jahr muss er noch da sein, danach ist er quasi Amerikaner offiziell und wir dürfen 2 Koreaner weiter in unser Team holen, beziehungsweise ein Europäer wie zum Beispiel Incarnation. Diese Regel wurde aber wie gesagt nur auf 4 Jahre verändert und da hat es für Rush dann keinen Sinn gemacht, noch 2 Jahre im Challenger-Team zu dümpeln, sondern er ist erstmal zurück nach Korea geflogen und wie gesagt, Ersatz wird Contract sein, schauen wir mal, wie das so läuft für sie. Auch beim LCS-Team Echo Fox gibt es eine Neuigkeit und zwar haben sie nun auf Twitter angekündigt, dass sie ein Practice-Team, also ein Team für ihr LCS-Team zum Üben suchen. Bis auf die Jungle-Position brauchen sie dann noch 4 Spieler, 3 Stunden Zeit muss man da durchschnittlich am Tag haben und eben, wie gesagt, einfach nur da sein, damit das LCS-Team besser üben kann. Es wurde da jetzt noch nicht in diesem Announcement direkt erwähnt, dass es ein Challenger-Team bzw. ein Challenger-Series-Team werden soll. Im Interview mit dem Manager von Team Echo Fox wurde auch gesagt, dass das Team erstmal hauptsächlich wirklich zum Üben da ist, sollte es aber trotzdem gut genug sein, um in der Challenger Series mitmachen zu dürfen, dann werden sie auch in diese Richtung gehen, aber erstmal ist wirklich das Hauptziel dieser 5 Spieler dann, das quasi LCS-Team von Team Echo Fox zu verbessern. So, und jetzt gehen wir nach Europa mit der Meldung schlechthin wahrscheinlich und für viele ein kleiner Schock und zwar Kikis verlässt G2 oder hat G2 bereits verlassen. Grund dafür war der Ersatz-Toplaner Expec. Aber nicht seine Leistung oder sein Verhalten oder sonst irgendwas haben Kikis zum Ausstieg gezwungen oder getrieben, sondern seine Anwesenheit an sich. Kikis selbst hat gesagt, er ist mit diesem Druck und mit dieser Unsicherheit, einen Ersatz-Toplaner vor allem aus Korea hinter sich zu haben und quasi jederzeit ausgewechselt werden zu können, nicht wirklich zufrieden, möchte in diesem Zustand nicht weiterspielen und hat jetzt tatsächlich den Schritt gewagt, aus dem besten europäischen Team von selbst auszutreten. Ist ein ziemlich mutiger Schritt, schauen wir mal, wie die Reise für Kikis weitergeht. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute, finde ich, hat bisher ziemlich seine Entwicklung gezeigt. Jungler bei den Unicorns hat da echt einen guten Job gemacht, ein paar sehr coole Picks rausgepackt, hat es jetzt geschafft, auf die Top-Lane sich zu wagen. Dort ist er im Top-Team, also offensichtlich auch keine schlechte Leistung von ihm, auch wenn er nicht als Carry in dem Team bekannt war. Und jetzt vielleicht ja AD Carry Kikis incoming für Origin, das wäre doch mal was, aber wir schauen mal, wie es für ihn weitergeht. Auch die EU-LCS geht diese Woche weiter, sollte inzwischen sogar schon angefangen haben. Spitzenspiel, zumindest dieses Tages für mich, ist Fnatic gegen Schalke. Vielleicht nicht unbedingt von der Platzierung her ein Spitzenspiel, aber definitiv vom Hype. Ansonsten H2K gegen G2 verspricht auch noch ziemlich spannend zu werden. Ich würde euch definitiv empfehlen, einzuschalten. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.